fast alles. Darf ich bei euch rauchen? Ja. Selbstverständlich, du bist doch ein freier Mensch. Auf die Freiheit. Das ist doch alles kein Problem, die Rolle weiterspielen. Das ist das Entscheidende. Das ist immer wieder, wenn ich jetzt auch, wenn du denkst, ich habe gerade Ariane erzählt, die Kleinigkeiten, dass du zuerst einmal, wir reden ja von Klangfarben, okay, und von sichtbaren Farben. Wenn ich jetzt das Ganze physikalisch betrachte, wirst du feststellen, dass wir ja wissen als gebildete Menschen, dass das, was wir hören, sind Frequenzen, niedere Frequenzen, das sind sogenannte Niederfrequenzen im hörbaren Bereich, Schwingungen. Aber wir wissen auch, was wir sehen, dass die Farben ja auch Frequenzen sind im hochfrequenten Bereich, im Nanometerbereich. Ja. Du hörst zum Beispiel 10 Oktaven, du siehst aber bloß eine Oktave. Also der sichtbare Bereich ist eine Oktave, ist natürlich viel, viel, viel höher. Was mir jetzt wichtig ist, dass du begreifen musst, dass das im Prinzip, wenn du träumst, dass dieser Traum ein breit gefächertes Hören ist. Es klingt jetzt übel, wenn ich sage, das, was wir sehen nennen, ist eigentlich mir hören. Wir sehen Frequenzen. Im tieferen Bereich hörst du die bloß. Darum ist auch das Auge in der Funktion, wenn wir hier in die reine Biologie des Trockennasenaffen reingehen, die ja nur ein Konstrukt ist. Das ist mir so unheimlich wichtig, dass du das begreifst, dass du bei dem Wort Mensch eine ganz klare Vorstellung von einem menschlichen Körper hast und du mit deinem momentanen Schwamminhalt bestimmst, wie der Mensch aussieht in deinem Traum. Du bestimmst auch die physikalischen Gesetze in deinem Traum aufgrund deines Schwamminhalts, den du dir nicht raussuchen kannst. Das ist aber in Wirklichkeit um was ganz was anderes geht. Darum sage ich immer wieder, dass hier mit einem anderen Programm könnte die Welt komplett anders ausschauen. Egal, was du dir jetzt eventuell über deine Logik hinaus vorstellen kannst, baut es trotzdem auf deiner Logik auf. Das ist so die Schwierigkeiten, darum ist in den ersten Science Fiction die Außerirdischen immer noch irgendwie menschenähnlich, bis dann das Alien gekommen ist, wo es dann zu dir ähnlich gemacht hat, weil du ja prinzipiell nur was ausdenken kannst, was deine Logik hergibt. Das ist dieses Beispiel, wo ich immer sage, die alten Betriebssysteme Basic, was konnten die auf dem Bildschirm darstellen? Die konnten Farben darstellen und die konnten Worte darstellen. Buchstaben, aber da hat es keine Schriftarten gegeben. Es ist einfach nur eine Erweiterung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe im Computer die Möglichkeit, wir bleiben mal bloß bei unserem ABC, dann hast du die Buchstaben und die Ziffern und die Sonderzeichen. Und das ist natürlich, sind ja Binärcodes. Und dann ist es eigentlich dieses klassische Sonderzeichen. Ich reduziere das jetzt einmal runter. Das sind die ersten Digitalanzeigen, waren die sogenannten Siebensegmentanzeigen. Das sind die Nochmal. ersten, die Siebensegmentanzeigen. Das sind, du denkst dir jetzt einfach hier, Siebensegment, das sind sieben Striche. Okay? Das heißt, du denkst jetzt eine 8. Eins, oben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wenn ich jetzt 8 mit Strichen zeichne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wenn ich jetzt die 1 laufen lasse, leuchten die zwei Striche, bei der 2 leuchten die Striche, ist jetzt wahrscheinlich spiegelverkehrt, bei der 3 leuchten, ich mache es nochmal so. Okay? Da habe ich spiegelverkehrt gedacht, müsste jetzt stimmen eigentlich auf der Aufnahme. Das ist eine Siebensegmentanzeige. Nichts anderes ist es jetzt, wenn du einen normalen alten grünen Monitor gehabt hast und du hast jetzt da Ziffer angegeben, dann haben ja hier in der Anzeige haben wir da ein paar Lämpchen geleuchtet, die natürlich hier aufgebaut wurden mit einem, noch bei der alten Röhre, mit einem Elektronenstrahl, das dann genau an der Stelle die aufgeleuchtet haben. Jetzt bei dem modernen Computer, wenn wir auf dem Monitor haben, jetzt haben wir ja unsere Pixel statisch als Lämpchen. Du musst dir jetzt vorstellen, was ich ein paar Mal schon gesagt habe, bei Schriftart ist nichts anders, dass wir praktisch, wo die Buchstaben stehen, denkst du dir kleine Fenster mit Pixel und da ist jetzt immer noch, wie im alten Basic, wenn wir das A oder irgendeinen Buchstaben oder Ziffer darstellen, die dargestellt werden muss, wird in diesem Fenster mehr oder weniger die Lämpchen aufleuchten lassen. Die sind natürlich jetzt wesentlich mehr wie bei einer Siebensegmentanzeige, weil da machen wir die Buchstaben oder die Ziffern nur mit diesen sieben Strichen. Und dann leuchten innerhalb dieses kleinen Fensters genau die Pünktchen auf, die dann den Buchstaben oder die Ziffer darstellen. Und wenn du die Schriftarten veränderst, wird praktisch das wie ein kleiner Monitor
der dann diesen Buchstaben A, je nachdem, welchen Schriftartentreiber du benutzt, kann man andere Schriftarten darstellen. Mhm. Der Computer selber verarbeitet erst einmal nur das Signal des Buchstabens oder der Ziffer. In der Darstellung kommt dann der Schriftartentreiber dazwischen, was mit Basic ja noch nicht gegeben hat. Mhm. Es ist aber immer noch hochgerechnet mit dieser Logik. Das sind nur Erweiterungen. Mhm. Mhm. Okay? Ja. Und das ist jetzt alles, was ich euch erkläre, ist Wissen. Das ist jetzt das offizielle Wissen, das du in deinem Kollektivwissen im Hintergrund hast. Ob du das weißt oder nicht, du bist untrennbar mit deinem Kollektivwissen verbunden. Darum weise ich immer darauf hin bei den Offenbarungen. Ich spreche jetzt in den Metaphern in erster Linie, weil du ja in deinem Schwamm, auch wenn du überhaupt nichts mit den Kirchen zu tun hast, ist dein ganzes Umfeld jüdisch-christlich geprägt. Ob man da jetzt selber in seinem privaten Schwamm groß ein Elternhaus hatte, das sehr kirchenorientiert war oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Es ist aber hier christliche Kultur. Mhm, ja. Kannst du dich in einer muslimischen Kultur aufwachsen, die ist jüdisch-muslimisch geprägt. Mhm. Weil ja aus dem Judentum jetzt Altes Testament, Abraham, die Moslems sind ja nur Zweig von Ismael. Mhm. Und die Christen sind ja nur, kommt ja alles aus dem Alten Testament. Das ist eine Geschichte. Aber genau genommen ist es ein Programm, wo ich immer wieder gleich dazu sage, in einer Struktur. Ich sage, ich könnte dasselbe jetzt auch hinduistisch geprägt darstellen oder taoistisch geprägt darstellen. Dann sind die Sprachen, dann ist wie ein komplett anderes Betriebssystem. Mhm. Ja. Darum bleibe ich in diesen Metaphern, wenn ich das jetzt mal aufschaukle. Ich sage jetzt auch nicht, dass hier zum Beispiel das Christen und das Judentum besser oder richtig ist wie der Taoismus oder der Hinduismus, aber es nützt ja nichts. Wenn wir jetzt hier Deutsch reden, müssen wir Deutsch reden und nachher nützt nichts, wenn ich Chinesisch rede. Wobei Chinesisch eindeutig auch eine Sprache ist, ein ganz anderes System. Mhm. Jetzt ist die Frage, was ist richtiger? Richtiger gibt es nicht, weil mit Holofeeling ja alles in einem großen System zusammenfällt. Das ist die allumfassende Weltform. Mhm. Aber ich will das jetzt gar nicht so weit ausufern. Was mir wichtig ist, ist, dass da mal der mich jetzt sprechen hört, der sich das ausdenkt. Und das Erste, darum sage ich erkläre dir zuerst einmal, was du bist. Du bist in deiner Welt das Einzige, was immer ist. In deiner persönlichen Traumwelt bist du das Einzige, was immer ist. Und im Meer zu sein, heißt, dass du was bist, was nicht existieren kann als Ding an sich. Was existieren, sind Gedankenwellen. Wieder an den Anfang hingehen, Wellen stellen wir uns jetzt vor als Frequenzen. Und ich sage immer wieder, Frequenzen hat nichts zu tun, dass irgendwas schwingt. Das ist mehr ein sehr komplexer Einheitskreis, was hier dann unsere klassischen Wissenschaftler gemacht haben, ob ich mir das jetzt Arithmetiker denke, dass die aus dem Einheitskreis, was reine Winkelfunktionen sind, und Winkel sind Ecken. Jetzt sind wir in unserem Tetraederspiegel. Dass die das sich ausdenken und dann in einer chronologischen Zeitvorstellung vor sich hinstellen. Aber da kann ich tausendmal sagen, wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist, egal was du denkst, du kannst es bloß jetzt denken. Ja. Es ist so trügerisch, sich zu denken, dass irgendwann einmal in der Vergangenheit dieses oder jenes war. Es war nie in der Vergangenheit, es ist jetzt in deinem Kopf eine Information, weil du das jetzt denkst. Jetzt ist natürlich, dass all das, was in dir auftaucht, wichtig ist. Ich sage, das sind Bastelstücke, Buzell, ausgestreute, ausgebreitete Schatten. ZL ist die Geburt von Licht. Das heißt, aus dem roten Licht deiner eigenen Geist wird jetzt ein blaues Licht. Das nenne ich mir Schatten. An unseren Diaprojektor denken. Ja. Sobald wir uns die Lampe im Diaprojektor denken, denken wir uns so rotes Ich. Und ich sage immer, rot steht für etwas, was eigentlich gar nicht gedacht werden kann. Und darum ist es so, dass du jetzt im klassischen Sinn, jetzt in einer raumzeitigen Vorstellung, wenn du jetzt hier einen Videobeamer zum Beispiel laufen hast, siehst du die Lampe in dem Videobeamer nicht. Die denken jetzt schon wieder rein, genauso denkst du dir einen Geist in deinen Kopf rein. Oder in irgendeinen Kopf einen Geist. Ein Geist kann man nicht denken, der ist rot. Bewusstsein ist dasselbe. Selbstbewusstsein. Was die Menschen Selbstbewusstsein nennen, das bezieht sich auf das blaue Ich und nicht auf das rote. Weil rotes Selbstbewusstsein kann ich mir zwar denken, ob ich das müssen wir rot schreiben.
Das heißt, es ist etwas, was gar nicht existieren kann. Denk an das Wort Nichts. Mhm. Aber was denkst du, wenn du an Nichts denkst? Ein wunderschönes Beispiel. Dann denkst du an das Wort Nichts. Aber das Wort Nichts ist ja etwas. Mhm. Es beschreibt aber etwas, was gedacht ist. Mhm. Ja. Wir müssen uns ja vervollkommnen. Nichts, aber auch nicht. Wenn man wirklich verstanden hat, dann wirst man irgendwann mal wirklich auch verstehen, dass vergängliche Erscheinungen, mit denen du konfrontiert wirst, das ist ein Kommen und Gehen aus dir und es fällt wieder in dich rein. Das ist hundertprozentig sicher. Du bist ein Überleben der Menschheit, setzt schon wieder voraus, dass du das zweite Gebot brichst. Mhm. Weil was Menschheit entsteht in dem Moment, wo du an Menschheit denkst. Mhm. Und ich kann immer nur sagen, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du das nicht akzeptierst. Du meine ich jetzt nicht irgendeinen Gedanken von mir, ich meine den, der mich jetzt ausdeckt. Mhm. Ja. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden und du kannst es jetzt abstellen, jetzt. Wenn du dein Ego nicht kriegst. Du musst es nicht einmal verändern. Lass das weiterlaufen, aber begreife, dass du was anderes bist wie ein Gedanke von dir selbst. Mhm. Ja. Jetzt könnte ich mir ein Zeitfenster aufspannen und sagen, das predige ich Gebets mit haben seit über 30 Jahren. Ja. Weil du die letzten 30 Jahre viel Freude hattest, aber auch viel gelitten hast. Mhm. In deinem stillen Kämmerchen. Weil du musst immer für alles bezahlen. Du musst für die Bräute, für den Wellenberg, musst du das Wellental. Wenn du das eine hast, ist das andere auch weg. Und dann kannst du sagen, dann gibt es mich ja nicht mehr. Falsche Aussage. Dann gibt es mich ja nicht mehr. Du verwechselst dich immer noch mit deiner Gedanken. Dich gibt es immer. Immer. Mhm. Du siehst immer nur deine wogende Oberfläche an. Das sind die Informationen, die einen ständigen Wechsel unterliegen. Mhm. Dieses Spiel ist ohne Anfang und ohne Ende im Jetzt. Schon einen Anfang, sich zu denken, denkst du dir schon aus dem Jetzt wieder was weg in die Vergangenheit. Mhm. Das Jetzt gedacht wird. Alles, was du zu sehen bekommst, entsteht jetzt in dir und wird jetzt wieder in dir vernichtet. Mhm. Eine simple Erkenntnis. Jeder Gedanke, der in dir auftaucht, versteht den bestehenden Gedanke. Jeder Blickwinkel auf deiner Verabredung, wenn du den Kopf drehst, jetzt bewusst einen ausgedachten Kopf drehst, durch den du ja angeblich schaust, der aber nicht existiert, wenn du nicht an den Kopf denkst. Jetzt, wenn du einen tiefgläubigen Materialisten in deinem Traum hast, der nicht sagt, oha, so habe ich das ja überhaupt noch nie gesehen, stimmt ja eigentlich, wenn ich an meinen Kopf nicht denke, existiert er ja nicht. Dann kannst du mit dem weiter über dieses Thema reden. Wenn einer dich abfällig anschaut, als wenn du der größte Verrückteste wärst auf der Welt, lass es einfach. Mhm. Es ist sinnlos. Du kannst es wirklich einem Stein erklären, der wird genauso viel verstehen wie diese Figur. Mhm. Du lässt dir am besten wieder nicht reinfallen und du ersparst dir sehr, sehr viel Arbeit. Mhm. Dann war die Welt schon mal sehr, sehr klein. Das passiert aber erst ab einer gewissen Reife. Mhm. Darum kann ich immer wieder nur sagen, Holofeeling ist nicht für die Menschheit, die du dir ausdenkst. Das ist für dich. Mhm. Das ist einzig nur für dich. Und da selektiert sich das von selber. Ihr wisst immer wieder, ihr sage ich jetzt immer Geistesfunk, das sind verschiedene Programme. Wenn die Programme gewisse Reife haben, du wirst mit dem Ich bin du konfrontiert. Und das sind oft so unterschiedliche Charaktere, die lesen und sagen, das ist anders. Da ist irgendwas, wo das merkt, dass das komplett anders ist. Mhm. Ja. Das ist dann auch ein Geist im Hintergrund. Und alle Figuren, die in dir auftauchen, die da anders reagieren, die musst du einfach abhaken. Mhm. Ihr wisst, die größten Feinde sind eure eigenen Hausgenossen. Weil man versucht natürlich selbst innerhalb der Logik, den eigenen Lieb der Familie, das dann hinzubekommen und dann fällt es erst einmal ein Riesenschwall von Hass auf dich zurück. Weil sie panisch Angst haben, dich an eine Sekte zu verlieren. Mhm. Ja. Das ist auch immer ein Sachen loslassen können. Mhm. Ja. Das Zauberwort, loslassen. Das ist es nur, kann ich schon loslassen von meinen Marotten. Aber wichtig jetzt, es geht mir nicht um die Figur. Ich rede ja immer nur mit dem Geist. Das ist jetzt kommt wieder so ein eigenartiger Widerspruch. Er sagt auf der anderen Seite, ich kann alles verändern. Und dann sagt er, ich brauche nichts zu verändern. Ja. Ich sage mir, ich rede mit verschiedenen Ich. Ich rede prinzipiell niemals mit einem Körper. Mhm.
Ich unterhalte mich auch nicht mit dem Menschen, der ja ein ganzes Menschenleben ist, vom Säugling bis zum Greis. Mhm. Das ist übrigens auch so eine Sache, wo jeden einleuchtet, aber wo keiner gecheckt, wenn die an einen Menschen denken, denken sie immer an einen ganz bestimmten Körper. Mhm. Weil die schon in der Falle dieses chronologischen Denkens drin sind. Mhm. Mit den Zeitpunkten. Da sind wir zig in den letzten Selbstgesprächen drauf eingegangen. Du bist Geist und Geist rot geschrieben, kann man auch Licht nennen oder Energie nennen. Mhm. Und das ist wirklich die Grundlage. Ich mache immer ganz einfach 200 Gramm rote Knete draus. Mhm. Die symbolisiert diese Energie, dieses Nicht-Denkbare oder das Licht, die Lampe im Projektor. Und die wird an der Oberfläche im Außen, im ausgedachten Außen auf unserer Leinwand ständig umgeformt. Mhm. Wobei natürlich, wenn wir jetzt das Engelisch sehen, Engelisch, mhm. Das heißt, wenn du ein Geistesfunk ist, in einem gewissen Maß ein Engel, der eine Gestalt angenommen hat, ein Engel ist, wenn wir das Englisch sehen, dann wirst du feststellen, dass aus dieser Leinwand, dieses hebräische Wort, heißt auch Linnen. Ja. Linnen in Englisch. Das heißt, ja. Das Licht ist Linnen. Genau. So ist es. Linnen. Kein Blackout, Licht ist innen. Das ist übrigens, wenn man da tiefer reingeht, ich mache jetzt das extra, wenn es spannend ist, ich nehme das Wort nicht her, wir schauen mal ganz kurz, ich übertrage mal schnell meinen Bildschirm. Ja. So, habt ihr mal einen Bildschirm? Ja. Ich muss kurz was sagen, es rattert. Es rattert. Jetzt ist gut, wenn du sprichst, dann ist es weg. Ah ja, müssen wir öfter was sagen. Gut. Ja. Wir müssen das Licht einen. Wir machen das einfach mal so. Schauen wir mal, was er alles macht. Schau her. Damit 2-4. Das heißt eine polare Öffnung. Ja. Okay? Ja. Ich nehme mal hier im Leinen, ich nehme das einmal gleich, das Leinen des BD direkt. Pass auf, wir machen das ja so. Schauen wir mal, eine außerhalb Polar geöffnet. Eine polare Öffnung. Mhm. Das ist hebräisch über diese Radix. Hat übrigens den Totalwert 6, den äußeren Wert 6, den Atbaschwert 400, der gespiegelt und den Pyramidenwert 8. Jetzt lasst uns das einmal Pyramidenwert, ich will jetzt das nicht genau erklären, wichtig ist, 6 ist aufgespannt. Ja. Okay, Atbash ist immer der gespiegelte Wert, das wird zu einer Erscheinung. Sobald was aufgespannt wird, wird es zu einer Erscheinung und das ist immer eine Kollektion. Okay. Ja. Jetzt pass auf, das ist das hebräische Wort für etwas Abgetrenntes. Ja. Okay. Das All, Eins, Sein, das Ein setzt du jetzt mit einer 70, dann hast du es einen Augenblick. Okay? Mhm. Das heißt, El Ein heißt zu einem Augenblick werden. Mhm. Da haben wir jetzt erstmal unseren roten All, dann haben wir das Lein, da steckt das Leinen schon mit drin. Das müssen wir jetzt aber blau lesen, das fängt zu existieren an. Das ist die Schöpfung einer raumzeitlichen Erscheinung, ST, beziehungsweise zu etwas Abgründigen, gespiegelte Erscheinung. Raumzeitliche Spiegelung. Bist du dabei? Ja. Weil SD als 60-9 geschrieben heißt ja abtrünnig, etwas Abtrünniges, es geht aus dir heraus, du stellst es vor dich hin. Dasselbe Wort hast Balken. Beal heißt in Gott. Ken ist unser berühmtes Fundament, F unter. Wir haben die Facette einer Welle, die überlegt und verbreitet wird. Mhm. Mhm. Da haben wir 1000-mal durchgenommen. Du müsstest jetzt bloß, ich mache mal den Balken ganz kurz. Beal heißt in Gott. Mhm. In Gott. Ohne Erklärung. Okay? Ken, K-N. Das ist erst einmal die Basis. Basis, ein anderes Wort dafür ist Fundament. Das ist übrigens das griechische Wort Basis, heißt, worauf man tritt. Ja. Worauf man tritt.
da ist jetzt schon Tri. Da haben wir schon diese meine Reihe. Stell dir das Wort Dritt jetzt vor. D-R-I-T-T. D-R-I auf Hebräisch heißt meine Reihe. T-R heißt Reihe, I am Ende heißt mein. Meine Reihe besteht immer aus zwei Spiegelungen, T-T oder zwei Erscheinungen. Okay? Ja. Und da kommt jetzt hier, das ist die Grundlage, die Basis. Das kannst du jetzt nur, das ist schnell bewegen. Grundlage, das heißt, der Geist wird rund und fängt, das Licht fängt zum Agen an. Ja. Das ist nicht willkürlich, wenn du das jetzt meinst. Und das ist auch, die Grundlage ist das Fundament. Das lateinische Wort unter heißt Welle. Mendio heißt etwas überlegen und Lügen verbreiten. Mhm. Aber alles nachschauen, wenn wir in Wörterbüchern reingehen. Okay? Mhm. Das ist jetzt interessant. Das Abgetrennte ist die Schöpfung einer raumzeitigen oder einer raumzeitigen Spiegelung. Und das ist in Gott das, was du dir überlegst, über dich drüber legst. Gott ist ja El Hayom. Das ist praktisch, du denkst jetzt über dir, jetzt hast du mal eine Nulllinie dir aus, du denkst dir eine Nulllinie aus und magst auf die kennen, Lügen verbreiten. Das Ganze ist eine Erfindung von dir und nur geistloses Geschwätz. Das Ganze, der Geist wird zu einem Lied. Jetzt wieder denken am Anfang des Gesprächs, habe ich gesagt, wir haben hier Frequenzen, die wir hören und wir haben Frequenzen, die wir sehen. Das ist einfach nur ein sichtbares Lied. Wir können natürlich auch das Gall vorne lesen, dann haben wir schon wieder die Welle. Und die Ed heißt hier immer sein in der Ewigkeit. Das Ganze heißt auch Leinen. Du musst dieses Licht wieder einen. Okay? Ja. Ist auf einer Wand. W, doppelt aufgespanntes OND heißt hin und her schwingen. Und das sind immer Lügen. Drum ist das dieses Wort, das sind Originalwörter, kannst du im Langentscheid nachschauen. Darum sind es alles Lügen. Deine Erfindungen und dein Geschwätz sind selbst Lügen. Du bist der Lügner. Mhm. Okay? Ja. Jetzt können wir die Ölpresse. Öl ist ja schon wieder all. Ja. Schau, du kommst aus dem System nicht raus, wenn du das verstanden hast. Wenn einer sagt, da bin ich noch nicht so weit, da komme ich noch. Das Beschwerende, das Obere, die Höhe, das Joch, ins Joch gespannt werden. Ein Joch ist eine Gedankenwelle. Das ist eine, ich versuche das möglichst einfach zu machen, okay? Dasselbe Wort hast auch Prophet und Schwätzer. Ja. Das sind lange wichtig. Du bist mit deinem Glauben ein Prophet. Es wird immer so für dich sein, wie du glaubst, dass es ist. Egal an was du denkst, egal was du glaubst. Du bestimmst mit deinem Glauben, wie du das empfindest. Du bestimmst jetzt, ob der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, den du zuhörst, der Schwätze ist oder nicht. Du bestimmst es. Der Udo ist jetzt nur ein schwätzender Lautsprecher. Das ist das, was ich dir sage. Egal, welche Figur in deinem momentanen Traum auftaucht. Es ist eine Figur in einem Traum, die nur das reden kann, was du träumst. Alles, was ausgedacht wird, was in Erscheinung tritt, und ich habe gesagt, du musst jetzt den Sprung gehen, dass du sagst, ich bin ein träumender Geist. In dem Moment bist du selbst kein Trockennasenaffe mehr in deinem Traum, sondern du wirst jetzt zur Quelle zum träumenden Geist, der aber auch was Ausgedachtes ist. Da siehst du jetzt, dass ein träumender Geist sich nicht raussuchen kann, was er träumt. Ja. Okay? Ja. Weil wenn ich sage, ich bin ein träumender Geist, mache ich mich ja schon wieder zu was ausgedacht. Aber das ist, ich habe so oft gesagt, das ist wesentlich intelligenter, wenn du schon gezwungen bist, um dich existieren zu lassen, an irgendwas zu denken. Du bist was anderes wie ein Gedanke von dir. Ja. Ich zwing dich eigentlich zu sagen, ich bin jetzt die Ariane oder ich bin der, der jetzt vom Computer sitzt und sich das Gespräch anhört. Das sind ausgedachte Dinge. Du machst dich zu einem sterblichen Trockennasen auf. Dann sag doch zumindest, nein, ich bin ein träumender Geist, dann bist du immer noch was Ausgedachtes, bist aber schon die Quelle für einen Traum. Ja. Aber als was Ausgedachtes bist du auch was Erschaffenes und darum kannst du dir nicht raussuchen, was du träumst. Das führt dich eigentlich dem, was du wirklich bist, schon ein ganzes Stück näher. Okay, ja. Also diese ganzen Propheten und Schwätzer sind auch Wahrsager und ich sage, es wird für dich immer so sein, wie du glaubst, dass es wahr ist. Und wer bestimmt, was wahr ist, was wahr ist, doch du mit der Logik, die du zum Denken benutzt. Ja, ja. Und diese Logik, die du zum Denken benutzt, ist aber dein Schwamminhalt, die konntest du dir nicht raussuchen.
Stimmt oder stimmt? Jetzt haben wir dieser Wahrsager, hat es immer mit Zweig geht, darum heißt das Wort auch Zweig. Es verzweigt sich was, weil du eben einseitig bist. Du schaust ihm weder den Wellenberg an oder den Wellental. Du sagst ihm weder, jetzt ist es hell oder jetzt ist es dunkel. Ich sage, es ist beides gleichzeitig. Da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Du sagst ja, ich kann ja bloß einatmen oder ausatmen. Ich sage, nein. Das ist wie wenn du sagst, es kommt ja zuerst der Wellenberg und dann das Wellental. Du machst schon wieder ein kleines Zeitfenster vor dich hin. Du denkst dir schon wieder einen Sinus in einer longitudinalen Vorstellung, Entschuldigung, in einer longitudinal ist in einer zeitlich-chronologischen Vorstellung. Okay? Das ist jetzt das typische Hebräische aus dem Tenach, was jetzt hier die Juden noch dazu machen. Du siehst, da ist alles da, die Absonderung, das Glied, das Geschwätz, der Zweig, der Ast, der Schwätzer, der Lügner, der Wahrsager, Teil abgetrennt, ein sich ein abgetrennter Teil. Ja. Wir sind jetzt nur hier in diesen kleinen, in diese zwei Buchstaben, das steckt, Entschuldigung, da müssen wir rein, in diesen zwei Buchstaben, da steckt eigentlich alles schon drin, das ist das Aufgespannte, das gespiegelt gelesen, Atbasch, muss ich jetzt nicht erklären, zu einer Erscheinung wird und in der Pyramide immer eine Kollektion darstellt. Da haben wir jetzt dieses Alleinsein, ist das Licht innen. Und sobald mir das Licht auf einer Wand, ein Augenblick auf einer Wand, ein mit 70 geschrieben, symbolisiert er den Augenblick, das Auge. Ja, wobei ja. Die Augen wiederum, jetzt wird es natürlich interessant, Hip, Konsonante, Radix, AGN sind die Becken. Das sind die polaren Ecken. Das sind jetzt in die Ecken, wo du reinschaust. Ja. Okay? Ja. Das ist extrem viel. Schalte mal das wieder weg. Aber darum sage ich, mach dich da nicht verrückt. Das verlangt keiner von dir, ich jetzt bei Holofeeling nicht, dass du das lernst. Es ist unnötig, du brauchst es nicht. Du solltest dich nur so weit interessieren, dass du merkst, dass es da ein System gibt, das allumfassend ist, über Religionen und über Physik hinaus. Das ist das Göttliche, das ist die göttliche Physik. Die göttliche Arithmetik und die göttliche Alchemie. Die göttliche Chemie. H2O. Ich muss mich oft wundern, wie unendlich geistlos, selbst wenn ich Geistesfunken habe, die einen Hauch von Interesse zeigen, dass ich immer wieder sage, wie hat man eigentlich Wassermoleküle entdeckt? Du weißt, wie viele tausende Mal ich das Beispiel bringe. Und dann kommt wie aus einer Maschine, wenn man ein bisschen an Allgemeinbildung hat, das wurde vor 200 Jahren schon entdeckt. Wie haben die vor 200 Jahren das entdeckt? Stell dir ein Glas Wasser hin und zeig mir, wie der das entdeckt hat, wenn er es nicht vorher wüsste. Das kann sich nur einer ausdenken, der das auf seinen Schwamm drauf hat. Wenn du jetzt einen Menschen nimmst, der das auf seinen Schwamm nicht drauf hat, der kann das nicht von außen entdecken. Das Decken immer, da ist der Bezi längere Zeit draufgegangen, weil ich das Gespräch, da hat er mal in unserem Chat, hat er das Decken und das ganze Zeug. Ich sage, was ist im Stammtisch, habe ich einmal erklärt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Erfinden und Entdecken? Du weißt, wenn wir jetzt dann reingehen in dem Wort Decken, Pferde werden zum Beispiel gedeckt. Jetzt sind wir wieder bei unserem Jesus. Aber das sind geöffnete Ecken. Die Ecken. Das heißt, der Deckungsvorgang eines Jesus, eines Sus, hat ja was mit einem Zeugungsvorgang zu tun. Wenn man an den Märtyrer denkt, das Martyrium, der ein Zeugnis ablegt. Ich weiß, wovon ich spreche. Ob du das glaubst oder nicht glaubst, ist mir vollkommen scheißegal. Es ist dein Problem. Ich öffne dir eine Tür in eine vollkommen neue Welt. Du bist ewig, so oder so, ob du mir glaubst oder nicht. Die Frage ist, willst du noch ewig leiden oder willst du endlich einmal was Neues erleben? Wirklich Neues. Aber alles, was wirklich neu ist, macht dir Angst. Mir kommt gerade in den Sinn, mein altes Beispiel hier, das ist wie, egal ob du jetzt ein Mann oder eine Frau bist, wenn du in die Pubertät kommst, beginnt dieses Gefühl von Sexualität in dir wach zu werden. Das kannst du dir nicht raussuchen, das passiert ganz einfach. Es ist tierisch. Dieses Hingezogensein, der Deckungsakt. Okay, das ist, da beginnt irgendwie, ist die Sehnsucht nach einem Deckungsakt. Und jetzt ist es natürlich interessant, dass ich immer wieder früher oft erzählt, man hat vom ersten Mal, hat man scheiß Angst. Man könnte was verkehrt, man hat dann so viel gehört, gelesen vielleicht drüber, irgendwas ist dann, das treibt dann diese Vereinigung endlich einmal mit einem Partner herbeizuführen. Jetzt ist es eigenartig, dass ich dann das Beispiel gesagt habe, ich habe einen Sohn,
Und ich habe mit denen ein super Verhältnis wie zwei Freunde und er kommt zu mir, Papa, helf mir. Und dann sage ich, Sohn, da kann ich dir dabei nicht helfen. Elementare Erfahrungen muss man selber machen. Die musst du ganz alleine machen. Dieses erste Mal. Mhm. Egal, wie es läuft, es kann wunderschön sein oder auch ein Chaos werden. Es spielt keine Rolle. Es ist das erste Mal, ist es halt fremd, weil du nicht weißt, was passiert. Aber ich kann dir nur eins versprechen, wenn man das immer öfters macht, kann das sehr, sehr viel Spaß machen innerhalb dieser Lebensphase dann, bis du dann in die dritte Stufe deines Lebens kommst. Dann soll dir das wieder am Arsch vorbeigehen. Mhm. Das ist das, was ich dann dazu sage. Das ist wie sterben, bewusst sterben. Das ist diese Verbindung nicht mehr mit irgendeinem Partner, sondern mit sich, mit seinen eigenen höheren Selbst. Ja. Mit Gott. Ja. Und das erste Mal hat man Angst. Und darum sage ich, das ist wie beim Sex. Aber ich kann dir nur sagen, umso öfter du das magst, das Sterben, wenn du wüsstest, wie oft ich schon gestorben bin, hast du keine Angst mehr davor, weil du feststellen wirst, du kannst dich nicht wegmachen. Ich habe ein paar Mal schon gesagt, geh irgendwo auf eine große Brücke oder auf ein Hochhaus und spring runter. Ich versichere dir als der, der ich bin, du wirst in dem Moment bloß wieder wach. Ja. Als irgendwer oder was. Bewusst oder unbewusst. Mhm. Das dauert oft eine Zeit lang, dass das ein paar Mal passiert, bis du checkst, wer du eigentlich bist. Wenn du nicht vorher weißt, wer du bist, hast du ein Riesenproblem. Das ist dann immer wieder, was die Song wiedergegeben wird. Das ist alles, das sind so vage raumzeitlich religiöse Vorstellungen, die wirklich so trügerisch sind. Also mit dem Himmelreich, wenn ich in das Himmelreich komme und dann, weil du ja letztendlich deine Logik nicht erweiterst, du meinst dann, die Welt sieht immer noch so aus und dann triffst du wieder Menschen, wieder Trockennasen. Ja. Wenn du deine Logik erweiterst, darum mache ich immer dein menschliches Leben, zeigt dir das doch schon. Das heißt, wenn du in die Schule kommst, hast du eine Riesenveränderung. Wenn du aus der Schule rauskommst, in die Pubertät kommst, würde ich das Zeug, was dich mit 6 Jahren interessiert hat, überhaupt nicht mehr interessieren. Mhm. Das haben wir so oft durchgespielt. Mhm. Wenn du 14, 15 bist, interessiert dich das Zeug, das dich als 4-, 5-Jährige interessiert hat, nicht mehr im geringsten. Und ich sage, wenn du mit Anstand alt wirst, sollte dir spätestens mit 30, 40 Jahren das, was an 20-Jährigen interessieren, überhaupt nicht mehr interessieren. Mhm. Da wirst du jetzt feststellen, da ist das Mango. Wo ich immer wieder darauf hinweise, dass ab dem 20. Lebensjahr die große Masse eigentlich aufhört, nicht zu wachsen. Da hat sich dieses weltliche Ego so festgefressen mit Welt verbessern und Greta-Phänomen und die Welt retten und die Menschheit retten. Mach dir doch das doch mal Gedanken. Was ist Welt eigentlich? Das, was du denkst, dass Welt ist. Ein Universum, schon das Wort Universum nicht richtig verstanden. Wir sind eins geklärt. Bring mir die Weisheit deiner Welt, die du dir jetzt austräumst, die nur deshalb weise, dir weise erscheinen, weil du denkst, dass die weise sind, weil das auf deinem Programm drauf ist. Mhm. Und ich werde dir zeigen, dass es die größten Schwätzer sind, die überhaupt rumlaufen. Mhm. Du kannst dann nochmal kurz zurückspielen und dir dieses BD anschauen. Es sind reine Rezitiermaschinen, egal ob das ein religiöser Schwätzer ist, ein esoterischer Schwätzer ist. Und du musst du das erst einmal für dich selbst akzeptieren. Jetzt denk an den, der du zu sein glaubst. Denk an den, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Gespräch anhört. Und dann schau, was du alles glaubst. Wie du dir hundertprozentig sicher selbst beipackst, dass das stimmt, was du glaubst. Weil es dir logisch erscheint. Ich sage immer wieder, was soll dir denn einen Computer logisch erscheinen, unlogisch erscheinen oder logisch erscheinen, wie die Logik, mit der er arbeitet? Mhm. Meinst du, dass dein Computer sich ein Virus einfängt und dir ganz viele Sachen macht, dass du als Ding ganz selber weißt, dass das unlogisch ist, was er macht? Wer definiert eigentlich, was logisch ist? Deine Logik. Mhm. Ja. Das ist, dann gehen die Lügen gehen dann los. Das ist bis in die, das Problem ist sehr tiefgreifend in der Demokratie, die freie Meinungsäußerung. Das ist so weit weg schon, wenn du anfängst, irgendjemanden zu verbieten, dass er das sagt, was er sagt, bist du kein Demokrat mehr. Um es schön in den kleinen Bereich seiner Logik zu halten, dass das Logik bleibt. Das heißt, primitives Basic-Betriebssystem wird alles tun, dass ja keine höherwertige Logik einbringt, weil von Basic aus gesehen ist das alles unlogisch. Mhm. Das musst du bei dir erkennen, willst du Sachen, die in dir auftauchen, die du als böse, schlecht und gefährlich definierst, die du von dir versuchst fernzuhalten. Das sind Wissenselemente aus dir selbst, die von dir ausgedacht werden, mit denen du nichts zu tun hast, weil du sie mit deiner primitiven Logik nicht verstehst. Mhm. Du musst einverstanden sein zu.
Ja. Krankheiten sind nichts Böses. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Auslöser von Behandlungsprozessen, die ständig bekämpft, weil du ja deine einseitige Vorstellung von gesund am Leben halten willst. Mhm. Oder von jung. Jung ist dumm. Ne, Inge, wir wissen das. Jetzt wissen wir es. Unseren jungen Jahren. Ich war mal ganz scharf auf die Inge, aber dann habe ich es dann doch gelassen, weil das wäre Sex mit Minderjährigen gewesen. Inge, du wärst zwar meine Traumfrau, du bist bloß 2000 Jahre zu jung für mich. Tut mir leid, Udo. Tut mir nicht leid, Udo, ist doch gut so. Ja, ich mache da Spaß. Ja, es ist halt einfach, es ist alles ganz anders, Leute. Und du wirst es wirklich, es ist vollkommen, es ist nicht besser wie das jetzige. Es ist vollkommen, was ich erzähle. Mhm. Ich rede von Vollkommenheit. Ja. Du merkst immer mehr, wie unendlich geistlos wirklich die Masse der Menschen sind. Und ich betone, wenn dir das nicht auffällt, dass das in erster Linie jetzt erst einmal für den Geld gilt, der du zu sein glaubst, weil du ja die Quelle bist für die Welt, die du erlebst. Du meine ich jetzt das blaue große Ich, den Menschen, ja, in die du dich als Brösel hineindenkst. Mhm. Wo ist jetzt eigentlich der Unterschied, ob du jetzt an den Udo denkst, ob du an einen Baum denkst, ob du an dich selbst denkst, ob du an eine Ameise denkst oder an ein Universum denkst? Mhm. Du tauschst in dem Moment letztendlich nur deine Vorstellungen, deine Informationen, die du vor dich hinstellst, die du dir ausdenkst, aus. Mhm. Das ist übrigens sehr interessant, wenn du jetzt an Menschen denkst, das ist nur das Wort Menschen da. Wenn du das jetzt verbildern willst, musst du dir einen Körper ausdenken. Das heißt, du kannst einen Mensch, der normale Mensch, denkt sich den Menschen, das normale Menschenprogramm, das große blaue Ich, denkt, wenn es an einen Menschen denkt, immer nur an einen ganz bestimmten Körper. Mhm. Wenn ich jetzt darauf hinweise, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst, dann denkst du sofort an den Körper, der jetzt vorm Computer sitzt. Mhm. Okay? Das ist aber nicht der Mensch, der du bist, bei der ja ganze Lebensgeschichte ist. Ich will aber auf was anderes hinaus. Diesbezüglich heißt es, wenn du jetzt an andere Menschen denkst, denkst du auch an Körper, aber die Körper denkst du jetzt um dich herum. Natürlich mit dem Glauben, dass die auch da außen um dich herum sind, wenn du nicht an sie denkst. Mhm. Das ist etwas, was du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Wenn du jetzt weißt, dass du jetzt dran, stellt sich die Frage gar nicht mehr, dann weißt du, wenn ich jetzt Menschen um mich herum denke, sind die in mir drinnen, weil ich mir die jetzt um mich herum denke, aber die sind nicht um mich herum, sondern in mir drin. Mhm. Und wenn ich nicht an sie denke, sind sie wieder weg. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Also das heißt, ich denke mir, alle Menschen, die ich mir denke, immer nur als Körper, die sich um mich herum befinden. Mhm. Wenn ich an mich denke, passiert das Ähnliche, dann denke ich zuerst einmal an den Körper, der jetzt vom Computer sitzt, und ich, der sich das ausdenkt, denke jetzt um mich herum meinen Schädel. Um mich in meine Augen, das habe ich so oft gehabt. Das gilt aber nur für den Körper, den ich immer im ersten Moment mir jetzt zuspreche. Sobald ich mir jetzt aber jüngere Körper zuspreche, ich war ja mal 10 oder 20 Jahre angeblich, dann denke ich das schon wieder zeitlich in die Vergangenheit, also auch außerhalb von mir jetzt zeitlich weg. Immer dran denken, es ist kein Unterschied, ob du dir was räumlich oder zeitlich woanders hindenkst. Du erschaffst eine Entfernung. Ja. Ein Gefühl von Entfernung, Entzeitung, ja. Das Wort gibt es nicht, weil ob ich jetzt sage, es ist 500 Kilometer woanders oder es ist 500 Jahre vorher gewesen, in der Vergangenheit, ich baue immer eine Strecke auf. Ja. Und jetzt haben wir, dass wir bei der Strecke, und das waren die letzten Selbstgespräche, dass sobald ich hier eine bei Lichtgeschwindigkeit, und du bist Geist und du denkst immer, weil du immer bist, denkst du zwangsläufig mit Lichtgeschwindigkeit, in dem Moment findet eine Zeitdilatation statt. Ich habe das in einem letzten Selbstgespräch gebracht, und diese Zeitdilatation hast eine Ausbreitung. Mhm. Jetzt mal ganz vereinfacht. Das hast du schon bereit im Spiegel. Das ist wie ein Spiegeltunnel. Wir breiten einen Spiegel aus, der aber nur eine Illusion ist. Mhm. Das heißt, ich mache jetzt einfach, ich denke mir jetzt, es wird dann, es heißt dann hier bei der Lorenz-Transformation, die Zeit wird zur Ewigkeit, die dehnt sich aus. Das heißt, ich denke mir jetzt das Jetzt, und das dehne ich einfach in eine unendliche Zeitspanne aus, das nenne ich mir Ewigkeit. Ob ich jetzt da eine kleine Strecke aufzeichne oder die unendlich mache, spielt dabei keine Rolle. Und jetzt ist diese Strecke besteht aus unendlich vielen Zeitpunkten. Denke ich mir jetzt in einer Reihe, Inge.
Aber sobald ich eine Strecke vor mich hinstelle, sind die Punkte in dem Stück, wo ich vor mich hinstelle, alle jetzt. Mhm. Ja. Das heißt, diese Ausbreitung ist wie, ja, wenn ich jetzt unsere Spiegelhüben, Spiegel drüben nehme, diese Riesenreihe an Spiegeln. Wenn ich das von der höheren Seite, die existiert gar nicht. Die sind alle jetzt in den einen ersten Reihe. Mhm. Diese erste Reihe ist der Kopf der Schöpfer Gottes. Das heißt, jeder Zeitpunkt einer ausgedehnt vorgestellten Zeitreihe kann immer nur jetzt gedacht werden. Ja. Weil die sich alle jetzt befinden. Kategorie 3. Und genauso passiert dasselbe, wenn ich mir jetzt Entfernungen ausdenke. Egal, wo ich mir räumlich was hindenke. Es ist hier und es wird jetzt gedacht. Ja. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Das ist schon immer da. Jetzt bring mir irgendeinen, der das wirklich verstanden hat. Wenn du das verstanden hast, hast du keine Probleme mehr. Du hast keine Angst mehr. Mhm. Vor was solltest du Angst haben? Vor einem Gedanken von dir? Hast du Angst, dass ein Gedanke von dir dich zerstört? Was übrigens zwei Seiten hat. Ja. Das heilige Ganze. Ganze. Ein Geist. Ich sage mal, ein träumender Geist, der nicht träumt. Was ist der eigentlich? Ein nicht denkbares Nichts. Du beginnst zu leben in dem Moment, wo du zum Träumen anfängst. Das heißt, in dem Augenblick, wo du zu denken anfängst. Die Öffnung einer Existenz. Ken hat man gerade schon das Fundament. Etwas überlegen und Lügen verbreiten. Das heißt, sobald du zu denken, DN heißt übrigens auf Hebräisch urteilen. Sobald du dich selber urteilst, das sind deine Divisionen. Die Öffnung deines Intellekts erzeugt Visionen. Ich wiederhole immer dasselbe. Wieso wiederhole ich das? Jetzt, in dem Moment in dir, weil du es nicht verstanden hast, weil du immer noch dich ärgerst, dich immer noch leidest, immer noch dich selber verarscht mit Wünschen, wo du meinst, ich brauche das, um glücklich zu sein, und mit Ängsten vor Gedanken von dir selbst, die von dir gedacht werden, die gar nicht existieren werden, wenn du sie nicht denkst. Stimmt oder stimmt? Ich sage, du kannst es weiterlaufen, jetzt kommt der Widerspruch. Ich habe gesagt, in dem Moment, wo du zum Denken anfängst, in dem Augenblick, wo du lebendig wirst, zerstörst du dich selber, ohne dich zerstören zu können. Nein. Das Heilige kannst du nie zerstören. Nein. Das, was du bist, ist etwas nicht Denkbares. Ja. Etwas nicht Denkbares kann nicht zerstört werden. Nichts kann nicht zerstört werden. Das ist das Schöne, wenn man nichts ist. Ja. Darum ist dieser Satz, wo ich sage, die Kleinsten werden die Größten sein. Was ist das Kleinste, was es überhaupt gibt? Es ist so klein, dass es nichts wird. Und das wird sich in dem Moment, wo du wirklich verstanden hast, was du bist, ich erkläre dir, was du bist, was du zu allem, was du dir ausdenkst. Und das ist eigentlich alles, was ein träumender Geist zu sehen bekommt in seinem Traum, in seinem roten Kopf, rein. Es sind doch nur Informationen von ihm selber. Es sind Formen, die er annimmt. Jetzt sind wir in der Physik bei unserer Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, ohne dass sich dabei an der Energie was verändert. Weil diese Energie was nicht Denkbares ist. Ausgedachte Energie ist keine Energie, das ist eine Vorstellung von Energie. Ob wir jetzt das Windkraft, Windenergie, Atomenergie oder sonst was nennen, das sind schon wieder Vorstellungen. Wobei das Wort Atomenergie ein Oxymoron ist, in sich selbst, ein Widerspruch in sich selbst, weil die jetzt plötzlich eine Kernspaltung, Atome spalten, obwohl das Wort Atom was eigentlich das Unteilbare heißt. Das ist die Sünde. Das Entheiligen der Worte ist die Sünde. Ja. Das reißt dich in diese unvorstellbare Welt. Du sollst jetzt ganz normal deine Rolle weiterspielen und die Verwandlung besteht darin, dass du immer mehr erkennst, das ist die Verwandlung, dass du dich dabei nicht veränderst. Während sich deine Informationen verändern. Ein simples Udo-Beispiel, der Leser eines Buches, der diesen Roman erlebt, in dem er selbst eine Rolle spielt, ausgedacht ist am Ende des Buches immer noch derselbe Leser wie am Anfang. Jetzt denke ich mir eine Inge aus, hinter der Inge-Maske sitzt ein Geistesfunk, und ich frage Inge, das ist so ein Musterbeispiel, oder machen wir noch einfacher, jetzt denke mal an dich, an deinen Körper, und jetzt du mal zurückblättern in deinen Lebensbuch. Diese vielen Sachen, die du erlebt hast, wo du fasziniert warst, wo du neugierig warst, jetzt frag dich einmal selbst, habe ich als erlebter Geist mich im Laufe meines bisherigen Lebens, das ich mir jetzt denke, in irgendeiner Art und Weise verändert als Ding an sich? Nein.
Ich bin immer noch derselbe Geist. Ich habe bloß einen anderen Körper. Wenn du dich jetzt in den Spiegel anschaust, bist du entsetzt. Blätter mal zurück und schau mal die 20-jährige Inge in deinem Kopf jetzt an. Ja. Denkst dir die 20-jährige Inge, die du dir jetzt in die Vergangenheit denkst, genauso jetzt wie die jetzige Inge. Ja. Und jetzt immer an die Seiten im Buch denken. Wie du das Buch in der Hand genommen hast, waren all diese Bilder, bevor du reingeschaut hast, schon in dem Buch drin. Komprimiert wie in einer Datei, in einer Videodatei, die ganzen Bilder drin sind, obwohl da keine Bilder drin sind. Merke ich, widerspreche mir schon. Ja. Da sind viele Bilder drin, obwohl keine Bilder drin sind. Da ist Musik, da sind Geräusche drin, obwohl keine Geräusche und keine Musik drin ist. Weil das ein statisches Kontinuum ist, das wir erst in der Oberfläche lebendig machen können durch Ausdenken. Aber alles, was wir uns ausdenken, ist trotzdem in uns. Schon wieder ein Widerspruch. Es kann doch nicht außen und innen gleichzeitig sein. Wir sprechen von innerhalb und außerhalb. Dann haben wir unseren Haarall. Das ist wieder der Gott, der hier eine Polarität erschafft in sich. Und das ist das ausgedachte Joch. Das Schöne ist, das musst nur du verstehen. Das musst du verstehen. Nicht, wie man Wörter auffächert. Ich will damit ja nur immer wieder dir eine Hilfestellung geben, dass es da im Hintergrund eine göttliche Präzision gibt, die, ich sage immer wieder, Holofeeling überragt alles an derzeitigen weltlichen Wissen, egal wo du zurückgreifst, Philosophie um Welt, um geistige Welt. Es ist ein Riesengeschenk, wo die meisten, die Chance hätten, nicht beachten aufgrund ihrer Arroganz. Die werden halt noch leiden, weil sie nicht auf dich hören. Nicht, da ist nicht irgendein anderer schuld. Ich kann nicht oft genug sagen, jede Form von Gefühle, die du hast, werden maßgeblich einzig definiert durch dein eigenes Interpretations- und Wertesystem. Es ist niemals irgendein Reizauslöser, irgendetwas, was jetzt auftaucht, wo du keinen Einfluss drauf hast als träumender Geist. Ist dran schuld, dass du dich schlecht fühlst. Ja, genau. Psychisch wie physisch. Mhm. Es ist deine zwanghafte Rechthaberei, einseitige Rechthaberei und eine zwanghafte Reaktion. Jetzt kommen wir zu dem Thema, wo liegt deine Freiheit? Du hättest prinzipiell die Freiheit, anders zu reagieren. Wenn doch nicht dein Ego wäre. Der Jetson ist nicht einverstanden sein mit Veränderung, das Festhalten an alten logischen Strukturen, die natürlich, denk an die Geschichte mit dem Haar, auch richtig. Das ist es verrückt. In einer vollen Innsbruck sage ich, egal was einer behauptet, wenn der das als richtig ansieht, der hat recht. Jede einseitige Vorstellung von richtig ist fehlerhaft. Jetzt denk an das, das ist ein Beispiel. Egal was du behauptest, du musst das Chatting verstanden. Das ist so simpel, wenn ich immer wieder sage, das ist die Chats, die sich hier Schichten übereinander schichten. Das ist immer, immer die einfachen Beispiele. Du hast noch nie deine Küche oder deine Wohnung gesehen. Weil um was zu sehen, musst du ein Bild in dir aufbauen und sobald du ein Bild siehst, dieses Bild ist immer nur eine Facette aus einer höheren Kollektion. Das ist hundertprozentig sicher. Und wenn ich das behaupte, sage, das ist doch eine Spinne, ich kenne doch meine Wohnung. Ich sage, das behauptet ja keiner, dass du nicht kennst. Ich habe gesagt, du hast den noch nie gesehen, weil du deine Kollektion nicht sehen kannst. In dem Moment, wo ich alle Seiten in einem Buch gleichzeitig anschauen will, muss ich das zuklappen und dann habe ich eine Kollektion von mir. Wenn ich da eine Seite anschauen will, muss ich das aufklappen. Und die Seite, die ich jetzt sehe, ist nichts anderes wie ein Blickwinkel, wenn du in einer Wohnung in der Küche stehst und schaust in die Küche rein. Dann hast du ein Bild. Aber dieses Bild ist nicht die Küche, sondern es ist nur ein Bild aus diesem Ordner, den du Küche nennst. Es ist eine sehr vereinfachte Darstellung. Aber das ist so elementar wichtig für dein Wohlergehen in der jetzt ausgedachten Zukunft, die sich natürlich immer nur hier und jetzt, was als nächstes als dich zukommt. Es ist, Ariane, wie in unserem Videospiel, wie man GDA gespielt hat. Ja. Du entscheidest jeden Moment, wie dein Leben weitergeht. Mit jeder Entscheidung veränderst du deine mögliche Zukunft. Das könnte dann im ersten Moment schon wieder Angst machen. Ich sage das, wenn dann wieder Angst kommt, hast du immer noch nicht verstanden, was du bist. Vor was hast du Angst? Darf ich eine Minute mich entfernen? Eine Minute? Als wenn wir da einen Einfluss drauf hätten, Arione. Film läuft. Es steht, es ist auf dem Film, es läuft.
Und es ist alles gut, so wie es ist. Mhm. Ja. Das ist einmal dran arbeiten, sich so weit zu disziplinieren, nichts verändern zu wollen. Jetzt ist wichtig, was wir am Anfang sagten, bevor ich eingeschaltet habe, die Aufnahme eingeschaltet habe. Dass es kein Unterschied ist, ob du irgendwas in der Welt verändern willst oder ob du dann was verändern willst an deinem Wertesystem. Ja. Du erinnerst dich? Ja. Die Sache mit dem blinden Arschloch. Eine Prophezeiung, die ich gemacht habe, vom ersten Mal hören, du wirst im Schnitt fast 20 Jahre brauchen, bis du diesen einfachen Satz verstanden hast. Jeder Beobachter, egal auf welcher Ebene er unsere Ich sich befindet, wenn du mit irgendwas nicht einverstanden bist, bist du ein blindes Arschloch. Genau. Und die Vervollkommnung des Hauptproblems liegt die Vorstellung, was stelle ich mir vor bei dem Wort Veränderung? Verbessern. Das heißt, dass ich immer irgendeine Erscheinung nicht haben will und das Gegenteil davon haben will. Ich will nicht krank sein, sondern gesund sein. Ich will keinen Regen, sondern ich will einen Sonnenschein. Ich sage aber, die Veränderung, wir können nicht sagen, diese Einzelteile sind wie kleine Haars. Du musst was anderes dazu machen. Holo-Feeling vervollkommnet, indem der fehlende Bart vereinigt wird. Zum Sonnenschein gehört der Regen. Dann kann man beides zusammenklappen und es gibt dann was Neues. Zum Kreis gehört das Dreieck. Da wird es der Kegel. Sonnenschein und Regen wird zu Wetter. Dann sind plötzlich noch viel mehr Facetten da in diesem Chat, wie bloß Sonnenschein und Regen. Gibt es ja viele Zwischenstufen, so wie unser Kreis und unser Dreieck als Schattenwölfe der zweiten Ebene ja nicht nur ein Kreis und ein Dreieck sind, erscheinen als Erscheinungsmöglichkeit, sondern viele Zwischenstufen. Mhm. Das heißt, du bereicherst dich extrem, wenn du aufhörst, immer nur das Gegenteil von dem anzustreben, was du nicht haben willst. Sondern wenn du dich darauf konzentrierst, dass ich die Vollkommenheit haben will und dann brauche ich zu meiner Seite das Gegenteil, wie ich zum Kreis das Dreieck benötige, um zum Kegel zu kommen. Und ich brauche beim Sonnenschein den Regen dazu, dass ich zu dem Begriff Wetter komme. Mhm. Ja. Sehr, sehr starke Vereinfachung. Das macht keiner. Man ist so bestrebt, das, was einem zuwider ist, zu bekämpfen. In der Politik, in der Religion, in allen möglichen Sachen. Und dieses Nicht-Einverstanden-Sein ist die Quelle von Leid. Mhm. Mhm. Da muss ich keine Wörter auffächern. Ja. Jetzt kann man ganz groß, da wir jetzt, wir Brösel hier auf dem Bildschirm, die Ariane und der Udo, können wir jetzt Danke, Danke sagen, dass wir bloß Gedanken sind, weil für uns löst sich das Problem schon, wenn der jetzt uns ausdenkt, dann sind wir wieder in der Heiligkeit. Wir müssen nichts machen. Wir fallen als Brösel sofort wieder in diese Heiligkeit. Wir waren da wirklich angesogen in dem Moment, wo der uns nochmal denkt, der uns jetzt ausdenkt. Ein größeres Problem hat derjenige, der sich jetzt als Brösel vor den Computer hindenkt und sich dieses Video anschaut. Weil der sich jetzt selbst vor den Computer hindenkt, der wird feststellen, dass er es nicht so leicht hat. Dieses Ding, das jetzt vor dem Computer sitzt, mit dem er sich noch verwechselt, der wird immer noch zwanghaft versuchen, das möglichst lange am Leben zu halten. Weil er nicht loslassen kann von dem Wahnsinn, wie dann Gedanken von sich selbst zu verwechseln. Das ist starker Tobak, der sich sehr lange wiederholt, bis man dann irgendwann mal zwangsenteignet wird und dann wird dann eine höhere Instanz wird dann entscheiden, ob du dann bewusst wach wirst oder nochmal ein paar Runden in einer unbewussten Traumwelt drehst. Nochmal ein paar Leben in dich hineinprügelst. Klingt schon wieder wie eine Drohung. Nein. Drohung, Kind nicht. Ich sage, kleiner Schulklasse, wenn du nicht rechnen kannst, kommst du nicht in die nächste Klasse. Weil es nützt nichts, dass ich dir Physik beibringe, wenn du nicht das kleine einmal eins kannst. Das kann also spielerisch sein, wenn du mal anfängst, hier mit Freude zu lernen. Dann kommt das Kaufmannsdenken, Inge, erinnere dich ganz am Anfang, wo du sagst, ich kann mir die hebräischen Zeichen nicht merken, habe ich gesagt, dann hast du das in dem Leben nicht zu lernen. Mhm. Weil das wäre Kaufmannsdenken gewesen. Ich muss ja. Der Udo sagt, ich muss das wissen. So, du hast nicht zugehört. Ich habe noch nie gesagt, dass du Hebräisch kennen musst. Ich sage, du wirst ein Leben bekommen, wo dich das Brennen interessiert, so wie du dich jetzt in ihr Leben Brennen für Astrologie und Alchemie interessiert hast. Das sind aber alles Untersysteme. Ich sage, warum immer bloß mit Untersystemen arbeiten, wenn man gleich sich mit dem Gesamtsystem beschäftigen kann. Das ist übrigens extrem einfach. Das ist auch so eine verborgene Harmonie der Dinge, dass das, was
so kompliziert klingt, extrem einfach ist und was einfach klingt, eigentlich kompliziert ist. Mhm. Lass doch einfach los. Mein Weidezaunbeispiel. Mhm. Bitte helf mir, das tut so weh. Ich sage, lass doch einfach los. Ich kann nicht. Klammerst dich fest, weil du meinst, dein Leben hängt davon ab, dass du dich an dem elektrischen Weidezaun fest. Und du willst frei sein. Bitte helf mir, dass ich frei werde. Ich sage, lass einfach los. Hör auf, dich aufzuregen. Vertrau mir. Nein, ich kann doch nicht. Ich sage dann immer, muss ich die Spannung hochbringen. Du willst doch, dass ich dir helfe. Das ist genau dieses Prinzip, wenn die Welt auf dich einprügelt. Die Ursache ist deine Denkstruktur und deine Interessen. Das, was du dir selber einredest, was du zum Überleben brauchst. Was du brauchst, um glücklich zu sein. Es ist nicht deine Meinung. Ich kann immer wieder, Leute, ich sage jetzt bewusst Leute, Medin, solange du in dieser Welt der Toten lebst, dass diese simplen Beispiele mit Geschmack, mit Vorstellungen von richtig und verkehrt. Ich habe einen Stammtisch nochmal, ich wiederhole es nochmal. Ich gehe mal zurück, 76, 80. John Travolta, Saturday Night Fever, die Disco-Zeit, wo ich in die Diskothek gegangen bin. Eine ganz normale Welt wie die jetzige, bloß ohne Computer. Im normalen Leben. Ohne Handys. Ohne CD-Player. Kein Digital, gar nichts. Und jetzt kommt der große Hammer. Wenn du damals, so habe ich zum Jo gesagt, zum Martin am Stammtisch, wenn du damals zum Anziehen, wenn man dir eine moderne Löcherjeans hingelegt hätte, du wärst nicht aus dem Haus gegangen, du hättest dich mit der Hose niemals in die Diskothek getraut. Wenn man jetzt dir eine Frisur, du wirst wach und du hast die Frisuren, die jetzt die jungen Männer haben. Du hättest eine Zipfelmütze aufgesessen, weil du mit der Arschfrisur nicht aus damaliger Werdesicht, Schönheitsvorstellung, wärst du gar nicht auf die Straße gegangen, du hättest dich geschämt, weil du aussiehst wie Nazi. Das ist normal gewesen, es war normiert, so wie das jetzt hier normiert ist. Ein Zungenpiercing-Beispiel, der Dus, zu der Zeit, es ist nicht besser geworden, es ist immer gleich geblieben. Du hast ein Programm, deine Vorstellung von schön, gerade die ganzen jungen Menschen. Das ist, wenn ich jetzt immer wieder die Beispiele mit der Greta, egal ob jetzt das die Greta ist oder andere sind, es ist eine Programmierung von einer Meinung, die sowas von hanebüchen fehlerhaft ist. Ja. Du bist dumm. Ja. Das warst du genauso. Das ist, du hast einen gewissen Intellekt, der dir logisch erscheint und mit dem Intellekt baust du deine Weltvorstellungen, deinen Geschmack, deine Gefühle sind abhängig von dem Schwamminhalt. Ja. Und es ändert sich. Dein Geist ändert sich. Die Gnade wird ständig umgeformt. Das ist eine ständige Verwandlung. Wenn du das einmal akzeptierst, dass du die Verwandlung zulässt, du musst nichts tun, es passiert von alleine. Ja. Dann habe ich mit den Leuten, ich wiederhole nochmal, die da sitzen, mein Leben verändert sich ja nichts. Ich sage, wie blind bist du denn? Jeder Moment verändert sich, die Gnade, jeden Gedanken, den du denkst, ist eine Veränderung von dir selbst, es verändert sich bloß nicht so, wie du das haben willst. Warum? Weil du einseitige Scheißziele anstrebst. Ich will doch nur glücklich sein. Glücklich sein ist das Gegenteil von unglücklich sein. Warum willst du nicht der werden, der das erlebt? Ja. Ja, bist du nicht, solange du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst. Weil du meinst, der Gedanke von dir erlebt, was der Gedanke, den du ich nennst, Materie. Der Körper ist vergängliche Materie, ist eine Erscheinung, eine Form. Ja. Er ist es nicht, eine Information. Ja. Da kannst du nicht schauen, ob du es verstanden hast, ob du es wirklich verstanden hast. Intellektuell begriffen sind wir oft darauf eingegangen, ist die eine Seite. Das Schöne ist, das normale Leben, dass du ganz normal weiterlaufst. Ja. Es läuft nie weiter, dein Traum. Du wirst aber feststellen, dass dann wirklich die Wunder passieren. Wenn du den Punkt erreicht hast, passieren die Wunder zuerst einmal im Kleinen. Ich sage jetzt mal nur jetzt in unseren Chat-Ordner, und es geht jetzt nicht, wenn einer nicht in den Chat-Ordner ist, der immer angesprochen wird, das ist kein Hexenwerk. Geh einfach auf die Internetseite holofeeling.de von der Diana und dann gehst du einfach mal in die alten Updates rein. Unser BC, den wir uns jetzt ausdenken, der ist zurzeit in die alten Updates hier.
vor 10, vor 20 Jahren. Und er sagt, Udo, das ist der Wahnsinn. Da sind zwar viele Videos nicht drin, aber da hast du ja jetzt Ariane, großes Werk mit der Christa noch, diese 10 oder 13 Bände, wo ihr damals noch drunter geschrieben habt, zumindest, weil viele Videos auf YouTube gelöscht sind. Aber ihr habt ich kann es bis heute ergänzen. Das kann ich nochmal ergänzen, weil ich das bis zum heutigen Tag immer noch ergänzt habe. Also Clips, die jetzt nicht benannt worden sind, die sind benannt in meinen Dokumentation. Die sind ja oft viele, Entschuldigung, dass ich die ins Wort falle, viele YouTube, wenn du anklickst, sind immer online, die sind schon noch drin, bloß unter einer anderen Adresse. Ja, aber wenn man den Titel... Aber du hast ja, ihr habt ja... Ich sag, kann man mal, noch recherchieren. Du und die Christa, ihr habt hier immer unter die YouTube-Videos drunter geschrieben, was das für ein Video ist. Wenn es ein Musikvideo ist, muss man es halt dann suchen und dann alle nicht, aber etliche, viele findet man da trotzdem noch unter einer anderen Adresse. Aber das ist unwichtig. Es ist so unendlich Weisheit. Diese YouTubes, das ist ja, glaube ich, fast 6000 Seiten müssen das fast sein mittlerweile aneinander. Nur die YouTube, die ihr gemacht habt, die ihr bearbeitet habt in die Ordner. Mhm. Okay. Soweit ich mich grob erinnere. Diese 12 oder 13 Bände oder was. Und das ist einfach vom Lesen, wenn du merkst, da ist jede Kleinigkeit, jetzt diese ganzen Liebesgeschichten, jetzt ist er beim Redo lange Zeit, ist er sein Hensenblock nicht gegangen, der war auf Chrome gesperrt und der konnte nichts machen, jetzt geht er wieder. Ja, ja. Stell dir jetzt wieder aus dem Chat die Sachen rein. Mhm. Ist natürlich nur für den interessant, den es interessiert und das bist du. Du wirst aber nicht glauben, dass irgendeinen anderen, den du dir jetzt auslegst, dass das interessieren könnte. Meinst du, deine Gedanken interessieren sich für irgendwas? Es ist jetzt ein Fragezeichen dahinter und da musst du jetzt sagen müssen, ja, wenn du das glaubst, dann wird es den Eindruck haben für dich, dann sind da viele, die sich dafür interessieren. Mhm. Aber das nützt deinen Gedanken trotzdem nichts. Du musst der Erste sein. So ist es. Du bist die Quelle für die Welt, die du dir ausdenkst. Mhm. Und wiederhole ich immer wieder, egal an was du denkst, das entsteht in dem Moment, wo du es denkst, das ist genauso, wie du es denkst und wenn du es nicht mehr denkst, fällt es wieder in dich rein. Und im selben Moment, Moment, fällt der nächste Gedanke. Fehler. Mhm. Das ist dieses Mom. Mhm. Das ist eine absolut wertfreie Beschreibung von dem, was jetzt in dir passiert. Mhm. Wir wissen ja, das Passieren, ein Vorüberziehen. Das Problem ist, es kommt nicht aus der Zukunft und läuft in die Vergangenheit, sondern es passiert, es kommt aus dir und wechselt dich ständig aus. Darum spielst du ja auch eine Rolle in diesem Leben. Mhm. Du spielst die Rolle dessen, der jetzt vom Computer sitzt. Und ich sage jetzt nicht, der sich dieses Gespräch anhört, der vom Computer sitzt, den du dir jetzt ausdenkst, der hört dieses Gespräch. Du hörst es. Mhm. In der Richtung muss man sehr, sehr präzise werden. Mhm. Okay, ihr zwei. Gibt es sonst noch was Schönes? Ja. Gibt es was? Nee, von meiner Seite jetzt gerade nicht. Was muss ich euch denn mit Liebesliedern noch zuscheißen? Ja, die sind ja wieder spitze gewesen. Ja. Das alleine ist schon das Abo im Himmel wert. Der große Inspirator, dass du dir immer eins klar machen musst, dass egal, wen du dir denkst, der entsteht in dem Moment, wo du dir denkst. Wir haben am Anfang, bevor ich die Aufzeichnung eingeschaltet habe, jetzt raumzeitlicher Schnickschnack, habe ich erklärt, wenn wir die Heisenbergsche Unschärfe-Reaktion nehmen. Ja. Das ist, jetzt muss dir klar sein, der Heisenberg entsteht jetzt, weil ich dieses Wort, wo war jetzt die ganze Zeit ein Heisenberg? Meinst du, der hat in der Vergangenheit gelebt? In dem Moment, wo du dir eine Figur ausdenkst, erschaffst du die hier und jetzt, die entspringt aus deinem Schwamminhalt, aus deinem intellektuellen Ordner und der hat natürlich dann das entdeckt, weil wir das denken. Ja. Wenn du jetzt dann ich bist, ich sage jetzt einfach einmal, es gibt in dem Bücherregal auch ein Leben Heisenberg. Mhm. Die Bücher waren immer vom selben Geist gelesen. Das ist dann der JCH. Denn der, sobald er in der Hand nimmt, zu dem roten Ich wird, mit dem blauen Ich in Verbindung eine Rolle spielt. Mhm. Und jetzt ist mit den Wassermolekülen, bleib mal bei den Wassermolekülen, ist ein einfacheres Beispiel. Wer hat die eigentlich entdeckt? Ich sage, da gibt es nichts zu entdecken. In der klassischen Form einer Vorstellung, Bruch des zweiten Gebotes, dass da außen eine Welt ist, mit dem der Erlebende nichts zu tun hat.
und die Welt erforscht wird, das ist ja der Stand der Naturwissenschaften. Wir haben da außen eine Welt angeblich mit Naturgesetzen und die Naturwissenschaft hat die im Laufe der Jahrhunderte erforscht. So bist du programmiert. Ja. Ich sage nein, da ist das Programm ist zuerst da und das simuliert jetzt diesen virtuellen Raum, diesen ausgedachten Raum, wie beim Computerspiel. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel Wassermoleküle entdecken will, da kann ich nichts entdecken von da außen. Das heißt, ich muss da sitzen und es muss mir einfallen, dass das so und so sein könnte. Das kommt immer, die wirkliche Weisheit, das neue Wissen kommt immer aus dem Denker heraus, weil die ganzen Sachen, unser Rudolf Hertz, der hat die elektromagnetische Strahlung entdeckt. Das ist wie Wassermoleküle, da gibt es nichts zu entdecken. Das heißt jetzt angenommen, wir hätten jetzt Funkstrahlen von Radios und die Menschheit wüsste das nicht, die wären schon immer da gewesen. Wie willst du das entdecken, dass da jetzt Fernsehsender und Radios um dich rumspannt? Das ist elektromagnetische Strahlung. Da kannst du nachlesen, der Hertz hat den Nobelpreis dafür gekriegt, weil er das entdeckt hat. Und dann selbst in Wikipedia habe ich erwähnt, anhand von Berechnungen. Aber das muss ihm ja eingefallen sein. Mhm. Das heißt, ihr fällt was ein, das wird dann im Laufe der Zeit verwirklicht. Darum ist ja auch hier zum Beispiel ein Lesch, wenn er immer dann die Geschichte der Naturwissenschaft, dass er hier schon vor 30 Jahren der und der diese Elementarteilchen vorhergesehen hat, anhand von Berechnungen, die man mittlerweile in den Teilchenbeschleunigern dann auch beweisen kann, also entdeckt hat. Das sind alles selbsterfüllende Prophezeiungen. Du bist der Wahrsager, wir sind wieder der Lügner, der Schwätzer. Du verwirklichst das Geschwätz. Und jetzt, wenn ich das Geistreich sehe, unsere Wassermoleküle des H2O mit Holofilling, mit der göttlichen Alchemie, dann wirst du feststellen, dass diese 2H in unseren Jahre zum Kreisen anfangen. Das ist H2O. Können wir die ganze Mendeleische Periodensystem können wir durchgehen. Zu seiner Zeit konnte er gar nichts entdecken. Das sind Ideen. Unsere DNA, habe ich so oft gesagt hier, das sind Vorstellungen, die als bewiesen gelten und dann immer die, ja, aber man kann doch anhand einer Haarschuppe oder sonst was genau feststellen, von wem die ist, anhand der DNA-Analyse. Ich sage, ja, bezweifle doch keinen. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Die Ursache ist dein Glaube. Würdest du das nicht glauben, wäre das in deiner Welt nicht. Würdest du das nicht wissen, würdest du dir das nicht ausdenken, dann wird es in deinem Traum erst gar nicht in Erscheinung treten. Bei der Inge auf der Seite 20 hat es keine, wäre gar nicht dran auf die Idee gekommen, sich Handys auszudenken auf der Seite 20, obwohl die schon da war. In ihrem 20. Lebensjahr oder Computer zu denken. Da haben wir andere Probleme gehabt, ne Inge? Ja. Die waren aber trotzdem schon da innerhalb dieses Buches. Aber schöne Probleme. Zeit fällt in einem zusammen. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Und der Raum fällt ihnen auch in einem Punkt zusammen, das ist es hier. Ja. Das ist kein Geschwätz. Das heißt, wenn du das, deine chronologische, raumzeitige Vorstellung nicht opferst, wirst du leiden. Ich betone das nicht, um dir zu drohen, um das abzuschließen. Ihr wisst, wie oft ich gesagt habe, wenn ein Vater zu seinem Sohn sagt, lang nicht auf das Kind, lang nicht auf die heiße Herdplatte drauf, du wirst dir bitter, bitter böse wehtun. Dann droht er nicht, sondern er warnt. Ich warne dich. Ändere, vervollkommne dein Denken. Vervollkommne dein Denken. Weil ich lasse Zeiten auf dich zukommen, wo du dir vor Angst in die Hosen scheißt, egal wie alt du bist. So die Richtung, die jetzt du eingeschlagen hast, aufgrund des Intellekts, den Fehler in dem Führerscheinprüfungsbogen, die du absolut wider besserem Wissen einfach ignorierst. Das ist das, wenn du Holofeeling studierst. Zähle ich die, die Holofeeling nie in die Hand bekommen. Wieso? Weil das nur Gedanken von dir sind, die sowieso keine Probleme haben. Die Probleme eines Menschen, den du dir ausdenkst, sind die Probleme, die du diesen Menschen zusprichst. Weil der Mensch als Ding an sich, den du denkst, bloß ein Gedanke von dir ist, der sich schon wieder auflöst, wenn du ihn nicht mehr denkst. Und jeden Menschen, den du dir denkst, der entsteht in dem Moment, wo du ihn denkst, und der wird so sein und die Probleme haben, die du denkst, dass er hat. Obwohl er als Ding an sich, als Gedanke, als reine Information, überhaupt kein Problem. Und wenn du ihn nicht mehr denkst, lösen sich auch dieser Mensch mit seinen Problemen auf. So, und jetzt musst du nur noch begreifen,
dass du selbst dieses Ding, das jetzt vom Computer sitzt, weil du jetzt dran denkst, auch bloß ein von dir ausgedachter Mensch ist. Wenn du das verstanden hast, dann öffnet sich für dich eine neue Gedankenwelt. Okay? Jetzt spinnen wir noch eine Runde und wir haben noch ein Stück zum Lernen. Ja, sicher. Das wäre ja langweilig. Tschüss, ich klinge mich dann aus. Ja. Danke, Udo. Danke, Udo. Okay. Ciao. Ciao, servus.